Hallo Freunde und herzlich. Ich muss mal schnell mein Mikrofon verstellen. Herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program Realism Overhaul. Ja, ich habe seit der letzten Woche ein bisschen Geld gemacht und habe auch ein bisschen was in Forschung gesteckt. Wir sind jetzt hier 91 Tage von Basic Rocketry entfernt. 65 Tage für eine Kanal 1.1, denn ich mache noch ein paar Missionen und trainiere damit so ein bisschen. Also wenn wir mal reinschauen. Achso, ich muss das ja wieder ausklappen, ich vergesse das jedes Mal. Hier sind... Ja, die müssten jetzt langsam auch wieder ein bisschen Geld bringen. Jetzt muss ich bloß warten, weil die fast keine Kohle gerade bringen. Die könnte ich nochmal machen, dafür müsste ich nochmal eine Zweier bauen. Aber mich interessieren die. Und die werden wir nächstes oder beziehungsweise nächste Folge wahrscheinlich vorbereiten. Denn hierbei geht es darum, einmal... was war es? Eine Small Biological Experiment und ein Film... Early Film Camera zu in den Orbit hochzuschießen und wieder zurückzuholen. Dafür bin ich gerade ein bisschen was am Basteln, aber es dauert wieder, weil es ein bisschen ausgleichen ist vom Gewicht und allem drum und dran. Das dauert gerade ein bisschen noch. Aber die ist quasi schon vorbereitet, dass wir Schritt für Schritt vorankommen, weil mit dem machen wir alleine zusammen 80.000 circa, was wir brauchen für die neue Rakete. Denn ich weiß schon genau, welche Triebwerke wir haben wollen und circa wir brauchen, also denke ich, roundabout 90.000, um die nächste Rakete zu bauen. Deswegen bin ich hier gerade so ein bisschen mit Geld, so ein bisschen vorsichtiger. Einfach damit wir ein bisschen, sagen wir mal, Spielraum haben. Gut, aber dieses Mal möchte ich mich immer um einen Jet kümmern, denn wir haben zwar unser Raketenflugzeug schon, mit dem bin ich auch schon geflogen und habe die zweite Mission auch schon geschafft und die dritte Mission werde ich wahrscheinlich auch noch machen, weil das dann einfach der Abschluss ist und dann machen wir, was war es, High Over Kerbin oder sowas wird dann freigeschaltet. Aber ab 16.000 verliert man ja Luft und hin, bibabo und ha. Aber wir haben ja rein theoretisch das Grundkonzept von Centaur hier. Ihn hier. So. Hier kommen wieder extra. Ich habe hier auch, wenn man sich das anschaut, das müsste gleich sogar sichtbar sein. Ich habe hier die Reifen ein bisschen nach hinten versetzt, denn es gab ein, zwei Probleme bei der Landung, dass das Ding nach hinten gefallen ist die ganze Zeit. Hatte Vor- und Nachteile, aber es war besser, wenn ich die ein bisschen nach hinten geschoben habe, vom Gewicht her. Gut, aber wir wollen ihn jetzt umbauen, dass wir ihn zum Centaur Jet einfach machen. Centaur Jet One. Machen wir es mal simpel. Schauen wir, wie er darauf reagiert. Wir müssen erstmal euch beide... umplatzieren. Dann müssen wir die Triebwerke hier rausnehmen. Und dann brauchen wir ein passendes Standardtriebwerk. Nur schauen. Was wir da verwenden können. Ich nehme mal das hier ab. Also grundsätzlich müssen wir erstmal Tank remove und dann hier füllen. Das hat sehr wenig Schubkraft, aber schauen wir mal. Wir müssen eh auch gucken, was noch was bereits freigeschaltet ist und was nicht, weil das immer ein bisschen schwer zu erkennen ist, weil das ist Mature Supersonic Wing in dem Fall. Das ginge wiederum. Dann müsstest du ja auch gehen, oder? Okay, alle, die ich kaufen kann. Also auch in dem Fall zum Beispiel du. Wenn wir so zwei Triebwerktanks nebeneinander setzen... Also ich hätte gern, dass wir den Zylinder... Oh, jetzt hat sich... Nope. Öffnen. Nicht speichern. Das war nicht der Plan. Also du nochmal hier weg. Euch setze ich mal
kurz an Le Flügel. Lang 7 Meter. Gut. Aber wenn ich das jetzt anfange. Length 7 Meter. Machen wir 6 Meter in dem Fall. The Bottom machen wir zu. Gut, und dann brauche ich ja rein theoretisch nur noch mal einen Tank. Wo wir dann wiederum Triebwerke reinpacken. Welche Triebwerke hatte ich denn gerade eben? Kann ich den kaufen? Ja, den kann ich kaufen. Also auch ungefähr diese Länge. Dann packen wir vorne nochmal Smooth Cone dran. Tun die anpassen. Jetzt bin ich mir, nehmen wir mal das hier. So. Jetzt müssen wir die natürlich noch ausdrehen. So. Eins 935 würde ich mal sagen, würde passen. Hier dann also auch runter auf 935. Bisschen die Länge noch anpassen, damit es besser ausschaut. Und dann den Tank hier mal remove all tanks und füllen. Hier auch. Oh, okay. Das ist jetzt natürlich eher nicht gut. Wie viel dürfen wir haben? 18 Tonnen. Dann tun wir alle Tanks removen. Müsste ja auch passen, schon so. Weil wir sind wieder sehr knapp an dem Problempunkt, das finde ich schon wieder super. So. Dann geben wir euch mal Open Coloring. Dasselbe hier. Open Coloring und machen es vielleicht mal so rot. Nein! Oh! Oh, das war dumm. Oh, das war richtig dumm. Gut, nochmal das Ganze von vorne. So, dann machen wir Thickness auf 4,5 mal runter. So. Rein damit, rein damit. Machen wir euch doch noch mal ein bisschen dicker, geben wir auch so. Ich glaube, das passt ganz gut. Auch noch ein bisschen höher. Gut.
Dann brauchen wir euch hier. Was hat denn das Ding jetzt? Da gehen wir dann auch wieder auf die 9.5 runter. Drehen das Ganze auch wieder ein bisschen rein, drehen das rein. Was spinnt denn das jetzt so rum? Hallo? Ich hoffe, das passt jetzt dann auch immer. Also Open Recoloring Tool. Mach mal den Surface Black. Dann Section Red. Section Red. Section Red. Hier auch Open Recoloring Tool. Mach mal Red. Black und Black. Okay, ist ein anderes Schwarz, aber... sollte jetzt auch nicht so schlimm sein. Jetzt schauen wir uns mal Gewichtsverteilung und Lift an. Schaut fast aus wie beim anderen. Ich würde sagen, wir speichern den jetzt mal. Und schauen, wie er sich macht. Haben wir in der Nase auch was? So, wir machen auch mal so Remove All Tanks. Dann sind wir noch ein bisschen leichter, haben noch mehr Schubkraft. Speichern das Ganze nochmal und gehen mal auf Simulator. Warte. Upp. Euch wieder eine eigene Gruppe. Wieder hier auf Speichern. Oh, warte, warte. Oh, beinahe vergessen. Lufteinlässe. Vielleicht setzen wir die hier. So hin, dann schaut das, ja, dann schaut das ja gar nicht schlecht aus. Speichern. Gehen wir hier auf Simulate jetzt und schauen, wie er fliegt. Bin gespannt. Ich hoffe bloß, dass ich die Folge rechtzeitig rauskriege, weil es ist schon 16 Uhr und um 17 Uhr soll rauskommen. Aber ich war heute unterwegs, einkaufen, Pferd machen, Messe meine Freundin hinbringen. Morgen gehe ich selber auf die Messe noch. Oh. Tja, so ist es halt, ne? Und jetzt nachher gibt es erstmal lecker, lecker Essen. Oh, so richtig gutes Essen. Und dann später gibt es noch einen Shake. Aber ja, erst muss die Folge gemacht werden, damit ich die nächsten Folgen aufnehmen kann. Und dann die nächsten und nächsten und nächsten und nächsten und nächsten. So, 35 Minuten Flugzeug hätten wir jetzt angeblich in dem Flugzeug drin. Ich bin ja gespannt. Genau das sollte eigentlich nicht passieren. Aber hey. Schau, was passiert. Reifen müssen noch verstellt werden, Leute. Schaut aber gut aus, Leute. Schaut echt gut aus.
so weit taugt mir das. So weit taugt er mir. Schauen wir, wie er sich so fliegen lässt zum Bremsen. Jetzt geben wir mal keinen Schub mehr. Einfach auf einer geraden Fläche mal landen. Wir sind schon, dass wir langsam an Höhe verlieren. Echte Höhe anzeigen. Er zieht mit der Nase nicht nach oben. Schauen wir mal. Wir gehen immer noch nach oben, das ist immer noch nicht gut. Können wir hier umdrehen oder sowas? Wir können Triebwerke ausschalten, es gibt keine Boost-Back-Funktion in dem Fall. Komm schon. Hoppala. Jetzt die Bremsen an und da, genau, das ist jetzt wieder das Problem. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal anpassen. Wo ist hier die Funktion? Perfekt. Revert to Editor. Aber sonst, jetzt schauen wir mal, dass das Ding nochmal startet. Dann machen wir einen spektakulären Absturz einfach mal. Oder schauen wir mal, wie hart wir das Ding drehen können, ohne dass es abfliegt. Aber aktuell, denke ich, ist das eine gute Abwandlung von unserem aktuellen Flugzeug. Wir müssen bloß die Freunde hier ein paar Klicks nach hinten versetzen. Dann sollte das hier gut passen. Setzen wir es vielleicht doch noch ein bisschen hinter. Ja, es muss dann halt schauen, wie es ist, wenn du versuchst abzuheben, ne? Weil der Druck geht ja eigentlich hier dann irgendwie runter. Und das ist die andere Sache. Also, ist wieder so ein Spiel, ne? Man könnte natürlich sagen, okay, man tut das vorderen Reifen ein bisschen mehr nach hoch runter, damit der schon automatisch so steht, dass er abheben will und alles. Aber ich denke, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Man muss es sich halt anschauen, ne? Man muss es sich halt anschauen. Ah, jetzt sitzt er gut. Dann Boost. Bremsen lösen. Jetzt wird es wieder laut. Ach, jemine. Jetzt schreien wieder unsere Triebwerke. Schon mit 100 sollten wir locker abheben können dann. Yep, und weg sind wir. Lass mir mal ein bisschen Gas geben. Schauen, wie schneller wird. 200 Meter pro Sekunde, 300 Meter pro Sekunde. Gleich knacken wir die 400. Mit Abwehrdrift. 400 haben wir geknackt. Schauen wir uns, was die Simulation so sagt. 450. Ja, geh ein bisschen runter, gleich dich aus, mein Freund, alles kein Problem. Hopp. Triebwerke sind abgebrochen, okay.
Und Fallschirme zünden. Tja, da haben wir Triebwerke verloren. Wir wahrscheinlich ein bisschen besser aufpassen müssen oder so. Hui! Boah, den beiden wird doch sowas von schlecht. Bremst das Ding runter. Jetzt sehen wir mal, wie sie im Notfall reagieren würden, die Triebwerke, die Fallschirme. 10 Meter pro Sekunde sollte aber reichen, damit wir nicht aufknallen. Was haben wir verloren? Nichts. Gut, revert to editor. Aber Leute, ich würde sagen, das war sehr erfolgreich. Wir sind gut ausgegangen. Es ist alles soweit einwandfrei laufend gewesen. Ich würde sagen, den schicken wir dann mal in den Bau. Das machen wir jetzt noch schnell. Wir gehen jetzt hier schnell in AWP rein, gehen hier auf Tool All. Kostet uns zum Glück nur 3000 zum Toolen, weil ja nicht viel verändert wurde. Und dann schicken wir den in den Bau, tun noch anlocken und dann haben wir den ersten schon mal im Bau drin. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.